Ja, okay, da gucken wir doch hin. Hier sind zwei Kanäle, mal ja. Online. Sind wir online? Wir sind online. Rumpata, oh, jetzt schon. Hauruck. Hauruck. Ja. Ja, genau. Oder wie man sagt, KV Flonterbach, Helau, KV Schilling-Helau und Hellert-Helau. Und dann danke bitte. Egal. Herzlich willkommen da draußen im World Wide Web zu Sascha trifft. Dienstagsabends 18 Uhr live auf Facebook. Dann die Aufzeichnung bei YouTube. Heute Abend zu Gast bei mir im Gartenhaus Johannes Kölling. Und ich sage jetzt richtig, das ist an dich gerichtet, Jürgen Fürmeier, Präsident von KV Hauruck in Saarburg und Sitzungspräsident von KV Hauruck in Saarburg. Johannes, schön, dass du bei mir bist. Vielen Dank, lieber Sascha. Und ich darf dich direkt einmal korrigieren. Ja. Bei uns heißt das nicht KV für Karnevalsverein. KG, Karnevalsgesellschaft. Hört ja sich einfach besser stimmt an. Stimmt, ich habe es in Facebook auch falsch geschrieben und habe es jetzt wieder. Und deswegen, ja, Entschuldigung an alle KG-Mitglieder und Freunde. Natürlich KG Hauruck, ich lerne es noch. Sehr gut, sehr gut. So bin ich zufrieden. Ich glaube, man kann die Kopfbedeckung abziehen. Ja. Wenn bei mir steht jetzt KV Flonterbach drauf, da hat damals hatte man noch nicht Geld genug. Bei euch ist das ja, ihr seid ja schon sehr professionell ausgerüstet in eurem Karneval, in der Karnevalsgesellschaft. Sehr gut, ja. Sehr gut. Ich gucke nur mal gerade, ob ich uns hier sehe online. Ich sehe uns aber noch nicht, warum auch immer, weil dann kann ich auch ein bisschen auf die Kommentare angehen. Aber egal, gucke ich gleich. Wir kommen zu dir, Johannes. Du bist Vorsitzender vom KG Hauruck in Saarburg. Jetzt sag mir mal, wie motiviert man Leute, Karnevalsjeck zu bleiben, wenn Karneval gar nicht stattfindet? Tja, das ist die Schwierigkeit, Sascha, muss ich ganz ehrlich sagen. Also natürlich als Narr und Karnevalsfreund ist es wirklich schwer, Leute zu motivieren, insbesondere natürlich die Vereinsmitglieder, dass dieses Jahr kein Karneval stattfindet. Dennoch versuchen wir natürlich mit anderen Aktionen, sage ich mal digitalen Aktionen oder Videos oder Wettbewerben oder durch Social Media in Kontakt mit den Mitgliedern zu bleiben, so dass man die Bindung nicht ganz verliert. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig. So, jetzt mache ich den Ton aus, jetzt ist alles gut. Ich bin zufrieden. So, Entschuldigung, jetzt darfst du weiter. Ja, also wie gesagt, schwierige Zeiten für den Karneval und ich muss ehrlich sagen, mittlerweile hoffe ich, dass es 2021 weitergeht, weil sonst wäre das eine Katastrophe. Ich sag mal, man sagt ja immer so einfach, jetzt fällt der Karneval mal ein Jahr aus, aber dann ist ja nicht nur der Karneval, der ausfällt. Also viele verbinden das ja dann auch mit, ich sag mal, Alkohol, Trinken, Party. Ich sage jetzt mal, bei uns steckt da ja auch was ganz anderes dahinter oder bei vielen anderen Vereinen auch. Also wenn ich sehe, wir haben 500 Mitglieder, davon über 100 Kinder und Jugendliche. Wenn die natürlich einen Tanz üben sollen und den nicht präsentieren können, ist das unheimlich schwer. Motivier mal 7-, 8-Jährige zu sagen, sie sollen ein ganzes Jahr trainieren. Dann fragen die, ja, für was soll man denn trainieren? Und dann sagst du, ja, guten Auftritt gibt es dieses Jahr nicht. Ja, ja. Meine Tochter ist ja auch im KV Flonterbach, aber auch in Schillingen ist die in der Garde. Und auch das fällt dieses Jahr flach. Und ja, dann ist es wie im Fußball. Ich habe dieser Tage mal einen Fußballtrainer gefragt, dann gesagt, wie motivierst du deine Fußballspieler da nicht so dick zu gehen wie ich? Habe ich zu dem gesagt, also nicht so dick zu gehen wie ich. Und dann hat er gesagt, ja, das ist die Herausforderung. Da ist jetzt nicht das Training die Herausforderung, sondern die Psychologie. Und deswegen habe ich gesagt, die Frage ist die erste, die ich dem Johannes Kölling stelle, wenn er nach Schillingen in mein Gartenhaus kommt. Wie macht man das bei Karneval? Denn ist, wenn ich das bei euch sehe, und das ist auch wie bei uns, wenn du die Garten siehst, dann ist Sport. Absolut, für die Akteure ist das, ich meine, ich bin im Elberrad, gell, das ist schon okay im Elberrad. Aber die Leute, die wirklich ihre Reden halten, die ihre Tänze aufführen, die singen, das ist Sport, das ist Arbeit, das ist anstrengend. Also wirklich Hut ab und die handelt jetzt schwer, die musst du motivieren. Gut, ich denke, besonders schwer ist es natürlich jetzt im Bereich des Tanzsportes. Also wenn ich bei uns sehe, die Trainerin, das geht weit sozusagen auf und ab. Ne? Also es gab den ersten Lockdown, dann war nichts und dann hat man im Prinzip alles vorbereitet. Man hat Hygienekonzepte gemacht, wann trainieren wir wieder, bis hin, dass die Eltern angeschrieben wurden, dass man gesagt haben, so jetzt legen wir wieder los. Und dann kam im Prinzip wieder den Stopp. Und das wird natürlich immer schwerer, sage ich mal, da Leute zu motivieren. Ich schenke mir aus. Das ist lieb. Nee, das ist die Sache. Okay. Wir wollen aber nicht die traurigen Dinge heute voranstellen, glaube ich, sondern wir wollen heute auch voranstellen, was trotz der aktuellen Situation gut bei euch im Verein läuft. Erzähl mal ein bisschen was von eurem Verein, denn ihr seid einer, wenn nicht sogar der größte Karnevalsverein oder die Karnevalsgesellschaft, jetzt habe ich gleich verinnerlicht, in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, aber auch in unserer Region. Ich meine, Irsch ist auch
sehr groß, die Freunde aus Irschsaar. Also wenn uns da jemand zuschaut, auch euch viele Grüße. Das ist, seit wir fusioniert haben, so die zwei, wo ich auch immer hingehe, neben denen, wo ich sonst immer als Karnevals, in Anführungszeichen, Jekma war. Ich sag mal, Vierherborn, Schillinge, Kell, Mandern, Kreimerath, das sind so die Karnevalsvereine, wo ich in der Vergangenheit immer war. Sagen wir ein paar Zahlen zu eurer Gesellschaft. Ja gut, Sie sagen immer so schön, wir sind der größte Verein der Region, Karnevalsverein, das ist auch so. Wir sind also über 500 Mitglieder, die bei uns in der Gesellschaft Mitglied sind. Aber ich möchte das jetzt wirklich nicht in den Vordergrund stellen. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir auch an alle Vereine denken. Also ich sage mal, ja, natürlich ist Saarburg eine deutlich größere Stadt wie jetzt Serrich oder so. Deswegen ist ja klar, dass der Karnevalsverein auch größer ist oder die Karnevalsgesellschaft größer ist. Damit wollte ich übrigens auch nicht die Leistung anderer Vereine schmälern, sondern du sagst ja richtig, aufgrund der Größe eurer Gemeinde ist das natürlich auch so ein großer Verein. Genau. Und trotzdem seid ihr gut, das darf ich schon sagen hier. Und du bist ja heute unser Gast und nicht jemand aus der Region. Ja, vielen Dank. Gut, aber ich sage immer, ich bin ja auch nur so gut, wie die Mannschaft dahinter ist. Okay. Also ich muss sagen, wir haben unheimlich viele engagierte junge Leute, die wirklich auch Verantwortung übernehmen. Also ich denke da jetzt an den Gardetanz. Wir haben verschiedene Teams. Wenn ich unser Bühnebauteam sehe, das ist wirklich top, was die machen. Also die arbeiten selbstständig, die entwerfen Ideen. Wir haben einen Programmausschuss. Da kümmert sich. Wir haben ein Wirtschaftsteam, wo ich mich 100% drauf verlassen kann, die sich wirklich 4 Sitzungen um die Verpflegung der Gäste kümmern, von der Getränke, von der Bedienung, über Essen. Da habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Und ich glaube, nur so gut das Team ist, so gut ist auch der Verein. Und da muss ich sagen, bin ich bei uns wirklich stolz auf die Leute, die da mitwirken. Und bei uns ist es auch nicht so, das muss ich auch sagen. Oft sagt man ja bei Vereinen, ja, es sind immer dieselben 10. Natürlich gibt es einen Kern, der immer da ist, aber bei uns ist das schon sehr gut verteilt und es sind viele, die viel machen. Also deswegen bin ich da sehr zufrieden. Umso trauriger halt, muss man auch sagen, dass jetzt im Prinzip gar nichts laufen kann. Also wir haben auch lange überlegt, du hast eben nochmal gesagt, Alternativen. Wir haben lange überlegt, ja, machen wir eine digitale Kappensitzung. Wobei ich dann direkt festgestellt habe, ich konnte unsere Leute nicht richtig davon überzeugen. Also ein Bütteredner, der wirklich ein Bütterede schreibt und sich lange damit befasst, sich dahinsetzt, monatelang daran arbeitet, den ist schwer zu überzeugen, eine Rede zu halten vor einem leeren Saal ohne die Reaktion des Publikums. Absolut. Ich glaube, jemand, der das professionell macht, da bin ich voll bei dir, der braucht auch das Publikum. Das habe ich jetzt bei einer Veranstaltung auch schon gesagt, wenn es darum ging, um Gastronomie, Hotellerie, wo ich gesagt habe, denen geht es nicht nur um das Geld verdienen, den Gastronomen, auch den Einzelhändler, die jetzt übermorgen sehr gebeutelt sind, die Friseure etc. Da geht es nicht nur um das Geld, da geht es auch um die Wertschätzung des Berufes. Absolut. Und so ist es die Wertschätzung des Künstlers, wenn der nicht fühlt, was in dem Saal los ist, dann kann der nicht so gut sein, wie wenn er die Stimmung, glaube ich, durchspürt. Hm. Aber ja, du bist das erste Mal bei mir in der Sendung, vielleicht zur Information. Wir machen ja noch freitags, da mache ich immer Werbung eigener Sache noch dazu. Freitags immer auf ein Bier mit Sascha und Lars in Trier. Da war letzte Woche der Johannes Thebach, ja, hab ich gesehen. Kollege von dir oder ein Kollege aus unserem Verbandsgemeinderat. In meiner oder unserer Sendung ist Werbung ausdrücklich erlaubt und natürlich auch Werbung in eigener Sache. Bei Facebook, da gibt es so einen Button, der heißt Daumen hoch, also gefällt mir steht bei mir, den dürft ihr drücken, ihr dürft doch so ein Herzchen machen, wir sehen das hier. Ich kann dem Johannes das sagen, ihr dürft uns Fragen stellen, wir versuchen die natürlich bestmöglichst zu beantworten und wenn ihr jetzt auch noch auf Teilen drücken würdet, jetzt in der Minute, dann würde man zumindest es schaffen, dass das, was wir zwei jetzt hier machen, noch mehr Menschen im Moment erreicht und vielleicht würdet ihr uns dabei unterstützen. Das war Werbung in eigener Sache. Normalerweise sage ich dann immer jetzt, oh, hier haben wir das Kellerbier aus unserer Traditionsbrauerei aus Kell am See, handgebraut und ungefiltert. Beim letzten Mal habe ich gesagt, Johannes, und damit will ich dann für den ersten Werbeblock beruhen lassen, mir hatte von Peter Greif von der Saar einen Wein. Da hat mir dann jemand gesagt, Sascha, du warst doch beim Peter Greif. Der ist nicht an der Saar, das ist ein Moselwein. Und das habe ich hiermit jetzt wieder richtig gemacht. Peter Greif, Moselwein, aber wir haben noch ganz viele gute Winzer, wenn ich Zilliken rechne. Jetzt zähl du mal noch ein paar Saarburger Winzer auf, weil dann kriegst du geschimpft für die du vergessen hast. Oh, wir haben tolle Winzer. Ich denke da an Wagner, ich denke an Zilliken, ich denke an Armin Appel. Also ich sage mal, das sind jetzt die Saarburger Winzer, aber wir haben auch ganz tolle Winzer, auch in Serrich. Also wir haben in der ganzen Region wirklich ganz tolle Winzer. Und da muss ich sagen, das ärgert mich ja etwas. Ja.
dass wir immer von der Mosel sprechen. Ja? Ja. Also das Anbaugebiet nennt sich ja Mosel. Aber ich sage, die besten Weine kommen eigentlich von der Saar, obwohl ich die Mosel da nicht schmälern will. Aber schade ist halt, dass immer das Wort Mosel überall draufsteht. Ja, früher, ich kenne das Mosel, Saarhuber. Genau, genau. Und so, und das haben sie abgeschafft. Jetzt heißt es nur noch Mosel. Und ich finde, das wird dem nicht ganz gerecht, muss ich sagen. Okay, ja. Aber das mit den Mosel und Huber-Winzer musst du dir dann jetzt gefallen lassen. Ich habe davon nichts gesagt. Ich habe mich nur mal im Anbaugebiet vertauscht oder vertan. Sondern du hast ja jetzt Klarstellung bezogen zum Saarwein. Ich habe Klarstellung bezogen zum Saarwein, habe aber, ich sage auch zeitgleich, auch der Moselwein, der Huberwein ist gut. Aber ich finde es halt schade, dass auch dieser Saarwein ja unter dem Begriff Mosel vermarktet wird. Also ich stelle immer wieder fest, wenn man irgendwo hingeht, außerhalb Deutschlands, die Leute Moselwein können die mit anfangen. Man muss denen erstmal erklären, das ist eigentlich Wein, der an der Saar eingebaut wird, aber unter dem Begriff Mosel läuft. Und das ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Ah ja, nee, okay, das lasse ich jetzt einfach auch mal so stehen. Johannes, ich war ja vor kurzem bei euch in Saarburg, oder wenn ich sagen darf, vielleicht sogar bei uns in der Verbandsgemeinde, Hauptstadt in Saarburg, an einem Sonntag, als verkaufsoffen war. Und da ist mir aufgefallen, Johannes, du bist ja bekannt, wenn ich das so sage, wie ein bunter Hund. Das ist ja so in Saarburg und du bist ja nicht nur bekannt dort, auch mit deinem KG, Hauruck, sondern aber auch politisch aktiv. Du bist nämlich stellvertretender Stadtbürgermeister. So ist es. In der Kommunalpolitik sagt man Beigeordneter. Ja, so ist es. Seit letztem Jahr, also Beigeordneter der Stadt Saarburg, zusammen mit dem Franz Josef Reiter und dem Helmut Weimann, weil das für mich eigentlich ein ganz wichtiges Thema ist. Und da kommen wir auch nochmal auf die Vereinsarbeit zurück. Also ich bin natürlich bekannt, sage ich jetzt mal vom Namen her, oder man kennt mich, weil ich unheimlich viel Vereinsarbeit gemacht habe und auch gern. Also ich war im Vorstand von der TuS Fortuna, Unterhaltungsverein der Leuken. Da war ich auch mal, gell? Da warst du auch mal zu Gast, warst du auch mal zu Gast, richtig. Also vielleicht da doch mal so ein, einfach so ein Dorfverein, wo viele sagen, ja, der besteht ja nur aus alten Leuten. Kann man sagen, ja, der besteht nur aus alten Leuten, aber man merkt auch, wie wichtig die Vereine sind für alte Leute. Niederleuken ist quasi, sag ich mal so, Vorort von Saarburg und du warst ja damals selber da. Die Leute nutzen das einfach so sonntags morgens mal zusammenzukommen, nicht jetzt um 5, 6 Bier miteinander zu trinken. Man trinkt natürlich auch Bier miteinander, aber auch um überhaupt eine Möglichkeit haben, sich zu treffen. Weil das fällt den Leuten sonst komplett weg, wo es früher, sag ich mal, 3 Gastronomiebetriebe gab, wo man auf sonntags die Frühschoppen hingetrinken gegangen ist. Da gibt es nichts mehr. So. Und Leute, die über 80 sind, die setzen sich in das Auto und fahren dann erstmal 6 Kilometer irgendwo hin. Die Leute wissen beim Unterhaltungsverein, wenn wir da hinkommen, da treffen wir einen, dann können wir uns 2 Stunden austauschen, dann ist es auch gut. So. Genau. Und das ganze Thema Vereine, wie gesagt, und deswegen, glaube ich, kennt man mich auch so ein bisschen in der Stadt. Ich meine, wie wir da durchgegangen sind. Und ich finde, dieses ganze Ehrenamt, das ist mir sehr, sehr wichtig und deswegen engagiere ich mich auch in der Politik. Das ist schön und das hat man auch gemerkt und das bei dir auch nicht, ich sag mal, für selbst zur Selbstprofilierung gemacht wird von dir, sondern weil du das bist, wie du bist. Bei uns hat man auch so ein bisschen Vereinsmeier. Nee, und das ist ja gut, wenn die Menschen das honorieren, dass sie dir noch gut leiden können. Zumindest hat das mir sehr geholfen, mit dem Johannes in Saarburg zumindest mal den einen oder anderen Kontakt in der Stadt zu knüpfen, sonst hätte ich da ein bisschen allein gestanden. War wirklich eine gute Sache. Der Holger Hertel schreibt, was ist das für ein Getränk auf dem Tisch? Wünsche ein schönes Gespräch. Ja. Wir dürfen eine Werbung hier machen. Das ist ausdrücklich erlaubt. Kelpquelle, Top Medium. Jetzt, wo kommt das her, das Zeug? Siehst du, was für Brunnen das ist? Schwollen. Also an alle, die uns aus Schwollen zugucken oder das von irgendjemand vom Bürgersagen gesagt kriegen. Ich habe letztes Mal gesagt, es wäre auch nicht schlecht, wenn uns mal eine Kiste Bier schickt. Ich warte immer noch aus einem Bereich, aus anderen Bereichen aus der Region, die mir mal Sixpack, so einen Träger Bier schicken. Auch Sprudel ist gern gesehen. Gell? Aber pass auf, da habe ich noch einen Tipp. Ich bringe mal eins mit. Und zwar in Tebbels gibt es so eine Privatbrauerei. Ja. Der verkauft sehr leckeres Bier. Kann ich jetzt auch mal hier Werbung machen. Privatbrauerei, ganz kleine Brauerei. Hat zwar nur einmal die Woche geöffnet, wo man sich was abholen kann, glaube ich zumindest. Aber bringe ich mal mit. Vielleicht verkauft er doch demnächst beim Edeka Eble. Da bin ich heute Morgen vorbeigefahren. Ich bin noch am Rewe vorbeigefahren und beim Rewe Timo Pick. Aber ich habe jetzt mal die Eble genannt. Werbung ist ausdrücklich erlaubt.
was soll die Frage vom Holger Hachtel denn bedeuten? Holger, heißt das, mir solle was anderes trinken? Ich habe geschimpft bekommen beim letzten Mal, weil ich Schnaps getrunken habe. Als der Tim Kohlei letzte Woche hier war, haben wir Schnaps getrunken. Wir haben sogar zwei getrunken, wenn ich ehrlich bin. Und das hat man ja gesehen, hat einer gesagt, das könnt ihr doch so nicht machen im Internet. Hat er, habe ich gesagt, hast du recht, machen wir künftig, wenn die Kameras aus sind. Und da haben wir gesagt, wir fangen mal mit Sprudel an, aber nicht der Holger Hachtel, Marco Haus, was steht denn da auf der Fensterbank? Das sieht doch, das ist ja Schnaps, da dürfen wir. aber da hinten ist ein Wein. Guck mal, Johannes, ja, auf ich, den anderen Tisch. Komm, ich gehe die Kamera da nicht hin. Das sieht ein bisschen unaufgeräumt aus, ist aber egal. Kriegst du den auf? Ja, das ist ein Schraubverschluss, den werde ich wohl aufkriegen. Ist auch schon okay. Da muss natürlich sagen, wo er herkommt. Ja, das ist ein vom Würzberg, Serie Würzberg Kabinett Riesling 2018. Ein Topwein übrigens. Ja, wie viel Prozent hat er? Das ist wichtig. Ja, 10,5%. Ja. Hier habe ich sogar aus Züsch, das Züscht, der haben wir mal gehört, wie wir in Züsch waren. Ich glaube, das ist Weingläschen. Bei der Anwanderung vom Erholungsgebiet Hochwald hat jeder so ein Glas gekriegt. Johannes, danke. Otto Wirkus, Sprudel, seid ihr krank? Eben, Gott sei Dank, jetzt sind wir nicht krank. Wir halten uns an die Corona-Richtlinien, auch hier und heute. Zwei Personen aus zwei Haushalten. Das funktioniert. Und ja, dann an euch da draußen, Johannes, nochmal schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Da draußen zum Wohl, was ihr trinkt, ist euch überlassen. Unser Hund bellt. Sehr fein. Ich lasse mal ganz kurz rein. Sekunde gerade. Ups, oh, das war das Mikrofon. Da komm hier hin. Guck mal, der Johannes. Komm mal her. Komm mal her. Psst. Komm mal her. Komm mal her. So, den habe ich noch nicht gesehen. Hast keine Angst? Nö. Kann man den? Sieht man den unterm Tisch? Balu. Balu, komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Johannes, wir haben seit 6 Wochen Hund aus Mannern. Ja. Der ist aber nicht eine wie den anderen. Balu, komm her. Komm mal her. Jetzt muss er natürlich riechen. Der riecht eine Weile und geht schon wieder weg. So, das war es schon wieder. Gut, das ist Kurzbesuch. Ja. Nein, doch nicht. Ja, wir machen mal weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Wein. Ja. Das ist serrisch. Ja. Werbung ist erlaubt. Etikett muss man so hinmachen, dass man lesen kann. Oh Gott. Jetzt muss ich weg. Sekunde. Komm her. So, jetzt haben wir ein Kameraproblem. Aber hier die Technik löst das binnen Sekunden. Da bin ich mir ganz sicher. Weil wir haben nur Profis hier am Werk. So. Yogi kommt auch mit. Okay. So, Otto, jetzt können wir vorbeifahren. Johannes stellt meine Verwandtschaft auf den Tisch. Otto Wirkus übrigens, herzliche Grüße, Everards Kollege von mir. Herzliche Grüße. Ja, jetzt welche falsche Kammer, aber ja. So, jetzt nochmal zu den wichtigen Sachen. Saarburg, wir waren Vereine, ja. Wir waren in Niederleuken in der Unterhaltungsgesellschaft. Unterhaltungsverein, richtig. Man sieht, dass das bei uns live ist, sonst hätte man sowas nicht. Unterhaltungsgesellschaft. Ich war heute, weil ich Eble gesagt habe, warum bin ich da vorbeigefahren? Ich war heute bei GT-Bau, kennst du die? Ja. Der Brüder Thielenbau. Ja. Ich habe gedacht, der ist im Gala, Landschaftsbau waren die auch mal. Aber egal, die haben mir mal gezeigt, was die bei euch in der Kaserne machen. Ja. Da kannst du vielleicht gleich ein bisschen Werbung machen, was da passiert. Weil als Beigeordneter weißt du das. Und da habe ich einen Meter geschenkt bekommen. Also ich habe zwei bekommen, eine für mich und einen für dich. Oh, vielen Dank. Und jetzt musst du natürlich, das ist ein Schwedenmeter. Und da hat er gesagt, frag mal Johannes, ob der weiß, was der Schwedemeter ist. Oder was der Schwedemeter können muss. Also ich kann dir schon mal sagen, Vereinsfragen, kannst du mir viele stellen. Ja, dann weiß ich Bescheid. Handwerklich bin ich sehr, sehr unbegabt. Aber mach dir mal ganz kurz auf, damit ich dir zeige, was der Schwedemeter ist. Ich habe es auch nicht gewusst heute Morgen. Muss ich ganz oft machen. Ich weiß es nicht. Also 2 Meter lang ist der Schwedemeter. So, und wenn du den jetzt an beiden Enden zusammenfasst und rund zusammenkriegst und der nicht kaputt geht, dann ist es ein Schwedemeter, der muss das aushalten. Soll ich das jetzt mal tun? Ja, mach das. Aha. Ja. Funktioniert. Aber du kriegst den, gib mir mal ganz kurz nochmal, der hat das heute Mittag und der, ich glaube, die haben wirklich nur Qualität, die bauen gute, wenn das jetzt kaputt ging. Gut, dass ich das nicht gesagt habe. Hey, der, guck hier. Siehst du? Der geht richtig rund. Ja. Das ist, da sagt er, das ist Qualität und die Bauqualität, die Gebrüder Thielen in Saarburg.
Ich vermute mal, den Manuel Thielen hat gesagt, habe ich schon den wieder Manuel was gelernt. Thielen und hat gesagt, gib mir ein Feuerzeug. Braucht zwar nicht, aber ein Feuerzeug soll ich auch noch mitbringen. Und ich habe auch eins gekriegt. So. Super. Und jetzt erzähl was zu euer, was da in Saarburg los ist. Da konnte mir nicht alles so sagen, aber die Zeit war zu knapp. Ja, also das Thema Kasernen ist natürlich ein ganz interessantes für Saarburg. Also ich meine, man hat ja jetzt auch viel gelesen in der Zeitung darüber. Und zwar soll Franzosen sind ja abgezogen vor vielen Jahren und zwischenzeitlich erkennt man die Kaserne auch überhaupt nicht mehr so wieder, wie sie mal war. Also da soll eine Wohnbebauung hin. Ja. Also es gibt ja teilweise schon Ansiedlungen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel der Edeka, der oben steht, der ist ja schon da angesiedelt. Richtung Irsch kommt dann eine Wohnbebauung hin in 4 Quartiere, wo wir es auch schaffen wollen, Leuten bezahlbaren Wohnraum zu bieten. Also nicht nur Grundstücke jetzt zu verkaufen, sondern dass wir sagen, wir entwickeln das auch. Hier kann man auch Wohnungen kaufen, man kann kleine Wohnungen kaufen, man kann auch etwas größere Wohnungen kaufen. Das Ganze soll auch so sein, dass zum Beispiel eine Familie, dass man sagen kann, man kann hier ein Mehrgenerationenhaus erwerben, wo man halt in 3 Generationen leben kann. Also ich sage mal, für jeden Geldbeutel etwas, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also wir können nicht nur Luxuswohnraum schaffen, sondern wir müssen auch bezahlbaren Wohnraum schaffen. Und dann, was dahinter entsteht, also quasi hinter der Bebauung Richtung Irsch, ist das Projekt Gärten von Saarburg. Ja. Das ist ja vom Bund sehr gut mitfinanziert worden. Das habe ich gelesen. Ja, haben wir sehr schönen Zuschuss bekommen. Eine ganz, ganz tolle Sache, muss ich sagen. Man muss sich also vorstellen, das werden so Ausstellungsgärten, wo man halt sich auch selber Ideen holen kann. Also wir wollen nicht nur was für die Natur tun, sondern wollen also auch sowohl den Touristen als auch den Bürgern etwas bieten. Und das soll auch nicht so sein, dass da einmal jetzt was angelegt wird, sage ich mal, und dann geht man da hin und dann hat man das gesehen. Wie bei der Landesgartenschau. Genau, sondern das wechselt. Also man kann sich das vorstellen, dass man im Herbst was anderes gibt wie im Frühjahr oder Sommer, dass die Gärten anders gestaltet werden und dass man sich als Privatmann auch einfach mal dahin gehen kann. So, ich gehe jetzt mal einen halben Tag dahin, bummel mal durch die Gärten und hol mir einfach mal ein paar Tipps. Ja. Das Ganze soll halt verbunden werden, dass ich auch direkt Ansprechpartner vor Ort habe. Ja, ja. Und dann auch nochmal mit dabei, also sag ich mal, wo verschiedene Kurse oder Vorträge angeboten, rund um das Thema Gartenlandschaftsbau. Das ist wie weit jetzt weg von da, wo ich war, von dem Edeka, beziehungsweise von der Firma Thielen? Also das geht von dem Edeka quasi, wer jetzt weiß, wo der Edeka steht, Richtung Irsch, circa 1 Kilometer da hoch. Ah, ja, okay. Da werden die Garten von Saarburg sein. Ja. Ich habe das gesehen, also er hat mal einen Bau, den die machen, hat er mal gezeigt, jetzt über den Schnelldurchgang, die hatten noch schon was Fertiges, da gibt es doch Musterdinger, der habe ich mir angeschaut, und hat er mir dann erklärt, wie die mit zum Beispiel mit Kalkputzen verarbeiten, da, weil das ist ein Altbau, das sind die alte Kasernen, genau. Die also wirklich hochqualitativ sanieren. Ich habe ja früher immer so mit meinen Kollegen so ein bisschen mein Geld samstags morgens verdient beim Verputzen und beim Heizungsbauen. Zumindest konnten die das. Ich durfte immer so die Hilfsarbeiterjobs machen, damit man abends in die Disco gehen konnte, zu Ausbildungszeiten. Und da hatte ich das eine oder andere, konnte ich mit meinen Fachbegriffen von früher natürlich da ein bisschen auftrumpfen. Aber da hat er mich da wirklich der eine oder andere mal zumindest mal etwas Besseren belehrt und hat gesagt, heute macht man das nicht mehr so, heute macht man mehr so Natur, Kalk und gerade im Altbau, dann atmet das besser und weiter mehr erzählt. Aber gute Sache, vor allen Dingen, die hatte Fenster, die waren so hoch und die Räume, also richtig schön, was die da machen. Fand ich sehr interessant und ich habe gedacht, ich komme wieder, wenn man mal mehr Zeit hat. Und das war ganz kurzfristig, dass ich dann noch mal vorbeikomme. Warst du in dem Ärztehaus drin oder? Also, nee, also wenn du da nach Saarburg kommst, also quasi beim Stadtrecht zum Edeka, geradeaus direkt in die Kaserne, ist da so wie so. Ja, wie so ein Eingangstor. Ja, genau. Da ist der Dreck, wo die ihr Büro haben. Ja. Also anders kenne ich ja, nicht. Ja, klar, absolut. Habe ich auch jemanden von Schillingen getroffen, Firma Schritz, Zimmereibetrieb, ich glaube aus dem Saarland, bei Wadern sind sie, aber weil Werbung ja erlaubt ist, das wurde Bernd Schuh hier aus Schillingen, der war da am Arbeiten, die haben da eine Unterfirma, die für die Zimmereiarbeiten macht, die sagen, die sind mit denen sehr zufrieden, die würden gute Qualität abliefern. Ja, und der hat... Ich komme deswegen drauf, weil der war am Sonntag, wollte der auch nach Mandern kommen. Da hatte er so einen kleinen Stand vorm Dorfladen. Und ja, das war auch sehr gut. Und deswegen habe ich mich jetzt an den Bernd Schuh erinnert, der war auf der Baustelle. Johannes, ich habe immer noch keine Fragen. Den hätte man besser damals Wetten, dass moderieren lassen. Er meint sicher dich, Johannes, ja. Und der wäre wesentlich günstiger gewesen als den... Ja, vielleicht bist du auch gemeint. Nee. Ich schreibe doch den Lukas Rommelfanger, super Typ, der Johannes, den kann man auch richtig gut zuhören. Ja. Vielen Dank, Lukas. Also loben alle dich. Aber auch, das ist okay, da sieht man, hab gute Gast ausgesucht. Ja.
Aber jetzt kann doch mal Lob an den Sascha. Nee, nee, oh, jetzt kam Daumen hoch. Aber der war sicher noch für dich. Nochmal, ihr müsst da teilen, damit da mehr Leute sehen können. Vielleicht kommen da mehr Daumen. Aber warum ich das sage, wenn du Wetten, das moderiert hättest, weißt du, warum ich dann mir das wünschen würde? Als es Wetten, das noch gab, gab es das ja einmal im Jahr auf Mallorca. Ja. Und jetzt haben wir ja im Moment eingeschränkte Reisezeit. Und wir zwei wollt ja immer schon mal nach Mallorca fahren, zumindest mal so Wochenend. So ist es, ja. Darf man natürlich den ganzen Greta Thunberg-Verehrer doch nicht sagen, dass wir mal Wochenende nach Mallorca fahren wollen. Ja, wir können doch in Woche fahren. Aber ich glaube, wenn du Wetten, das moderiert hättest, du wärst erstens dafür verantwortlich gewesen, dass die GEZ-Gebühren wesentlich niedriger wären, weil du weniger, wie nennt man das bei Künstler? Das nennt man nicht Lohn. Wie nennt man das bei Künstlern? GEMA, ne? Nee, das wird die kriegen. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich komme auch nicht. Ist egal, schreibt das mal hier hin, was so Künstler, der kriegt keinen Lohn, der kriegt doch, der kommt gleich. Da wärst du günstiger gewesen, das heißt, die GEZ-Gebühren wären günstiger gewesen. Aber ich glaube, du hättest mich auch eingeladen, mal nach Mallorca zu kommen und abends bei der Aftershow-Party hätte man dann natürlich Mineralwasser, Limo getrunken und Wein aus der Gegend, klar. Jetzt muss ich dir sagen, ich war bei Wetten, dass auf Mallorca, auf der Aftershow-Party, aber ich habe nicht moderiert. Und aber es war trotzdem klasse. Ja, das ist also so, das ist eine längere Geschichte und zwar zwei Freunde, gute Gage. Freunde. Übrigens, Gage, danke Holger. Gage, ist das richtig? Unglaublich. Zwei gute Freunde von mir aus Saarburg, die haben übrigens jemand aus Sericht, da auch ein großes Dank an unser Technikteam, was hier vor mir sitzt, aus Sericht. Die sind hingegangen und haben, also in Sericht gibt es jemand, der arbeitet beim ZDF und die sind zusammen gut dran. Und dann kam irgendwann mal die Frage auf, ja, ob er nicht jemand kennen würde, der Wein ausschenken könnte auf der Aftershow-Party. Und da haben die zwei Freunde, haben die sich quasi kurz geschlossen, ja, könnten wir kurzfristig organisieren. Und das jetzt zu verkürzen, das Ganze hat so gut geklappt, dass ZDF gesagt hat, das könnte man eigentlich immer machen. Und dann haben die im Prinzip so 3 Jahre Wetten, das begleitet. Also die letzten 3 Jahre, sag ich mal. Und da bin ich auch ein paar Mal mitgefahren, unter anderem nach Mallorca. War sehr schön. Dann haben die gedacht, ja, glaube ich. Ja. Ich will jetzt das war zwar Arbeit, muss ich sagen, die haben sich da richtig ins Zeug gelegt, aber es war, also insgesamt muss ich sagen, ich bin sowieso großer Fan der Sendung. Schade, dass es eigentlich nicht mehr gibt. Aber vielleicht kommt ja nochmal. Aber da seid ihr ja in Saarburg oder wir in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, da gehört ja alles dazu, sind wir ja schon flink. Weil wir hatten mal eine Parteiveranstaltung, also als man noch in Gasthäuser etc. gehen durfte, hat man Mitgliederversammlung gemacht beim Margaretenhof in Eil. Und da ist auch der Chef, der Winzer, hat uns dann gesagt, er bewirtet, ich sag mal, in dem VIP-Bereich bei Bayern München die Gäste mit Wein aus Eil. Und das kam deswegen zustande, weil der auch mal gesagt hat, irgendein, wie das genau war, ich weiß es nicht mehr, ich habe sehr gute Wein und das, was ihr da unten in München habt, das kann man mit unserer Qualität nicht vergleichen. Und dann haben die das wohl mal getestet und seitdem ist der da unten und ist da. Ja, also das ist der Jürgen Weber vom Margaretenhof, der macht das zusammen mit seinem Sohn, ich weiß nicht, ob er uns zuguckt, aber dann herzliche Grüße. Die machen das schon seit vielen Jahren, die machen das sehr gut und Insider wissen auch, dass öfters Eltern von Bayern München Spieler in Eil im Margaretenhof sind, weil das denen so gut gefällt. Also der hat da richtig eine Beziehung aufgebaut. Ganz tolle Sache, wirklich. Finde ich auch, hat er uns erklärt. Und der hat auch, und für an uns Hochwälder, die dann zuschauen, die haben auch Feeds im Margaretenhof. Der ist natürlich nicht wie der Feeds bei uns, gell, im 10 Liter Tetrapack oder 5 Liter oder wie auch immer in der günstige Flasche, sondern die haben ihre Feeds richtig schön, die Weinflasche mit einem tollen Etikett. Der kostet natürlich auch 3-mal so viel wie im Hochwald. Aber ist auch sehr gut. Ich sage bewusst auch sehr gut. Und der Peter Greifert, Jochen Fietzke, hat auch schön Flasch. Ist auch ein bisschen teurer wie bei uns. Und da sage ich dann mal, ich bin vor kurzem durch Pluwisch gefahren. Und in Pluwisch haben sie jetzt, andersrum, ich fange anders an, in Schillingen haben wir Regiomat. Kennst du sowas? Ja, kenne ich. Haben wir einen Fisch auch. Fisch gibt es gute Feeds. Ja, damit man auch da die Werbung machen. Und die haben in Pluwisch jetzt, da sieht aus, wenn du vorbeifährst, wie eine Bushaltestelle. Und da sind auch lauter so Kästen, aber richtig Türen zum Aufmachen. Also nicht wie der Regiomat, wo das so mit so einer Laufschiene kommt, sondern es sind Türen. Und da kriegst du Äpfel zu kaufen, Apfelsaft und Feeds. Du kannst also jetzt in Pluwisch rund um die Uhr Feeds kaufen. Und das Interessante ist, ich wollte Feeds kaufen.
Jetzt hört hoffentlich von der Polizei keiner zu. Nicht, weil ich betrunken war, gar nicht, sondern weil ich meinen Ausweis vergessen habe und meinen Führerschein. Und du musstest dich, wenn du den Automat bedienen willst, muss man sich da mit dem Führerschein, dem Ausweis, wie beim Zigarettenautomat, legitimieren, das zu holen. Und ja, das hat mich ja keinen Nagelhals, 20 Euro, das kostet keine Ahnung, ist egal. Aber ja, hat mich ja, hat keiner gehört. Wir sind ja unter uns. Ja, Fietz, Fisch waren wir jetzt. Johannes, ja. Ich habe jetzt eigentlich keine Fragen mehr an dich, die mir jetzt ad hoc einfällt. Ja. Über was können wir denn noch reden? Ja, ich frage dich jetzt mal. Nee, also ich sag mal, wir waren ja auch, das will ich auch gesagt haben, wir haben ja auch mal gesprochen hier mit Unternehmen in Saarburg, auch mal um das Problem, jetzt Lockdown nochmal, ja. Und jetzt geht es ja morgen nochmal los. Richtig. Man muss ja sagen, für die Betroffenen, also für die Firmen, oder die mittelständigen oder kleinen Unternehmen, ist das ja wirklich eine Katastrophe. Ja. Das muss man ja einfach so sagen. Ja. Ich meine, ich kenne auch nicht die Lösung. Ich weiß auch nicht, was man besser machen kann oder was man schlechter machen kann. Nur jetzt hast du natürlich, wenn ich jetzt mal auf Saarburg gucke und ich sage mal, in der Verbandsgemeinde würde es nicht anders aussehen. Wir haben viele kleine mittelständige Unternehmen, die im Prinzip jetzt zur Weihnachtszeit ihr Geschäft machen und die müssen jetzt ab morgen schließen. Also halte ich, muss ich ehrlich sagen, wirklich für eine Katastrophe. Ich auch. Ja. Jetzt müssen wir eigentlich einen Punkt machen und mal 2 Sekunden warten, aber das muss ja ich auch. Denn ich habe heute erstmal auch ein bisschen länger gebraucht und da komme ich, warum ich das jetzt sage, da habe ich bei Facebook ein paar Dinge gelesen wie tausche Friseurtermin gegen PlayStation 5. Da habe ich ein bisschen länger gewartet, bis ich das verstanden habe. Ja, ich habe dann verstanden, die haben also für morgen noch einen Friseurtermin. Und weil es ab übermorgen Haarschneiden nicht mehr geht, und ich habe jetzt hier im Bildschirm gesehen, ich bin auch ein bisschen strubbelig, wird Zeit. Vielleicht machen wir mal so ein Event, wo du mal der Haarschneider kommst nächsten Dienstag, weil ich kann nicht mehr zum Friseur gehen, das war mir gar nicht bewusst. Ja. So, die normalen Dinge des Lebens. Und das ist für mich auch eine Katastrophe. Und warum ich das sage, warum ich das nicht verstanden habe mit der PS5, ich verstehe so vieles manchmal nicht. Ich habe mit Gastronomen gesprochen, die gesagt haben, bei mir kommen abends, wenn es gut läuft, 10 Leute ein Bier im Gasthaus trinken. Mhm. Warum muss ich jetzt zumachen? Es kommen sowieso nur 10. Und die sitzen bei mir hygienischer wie überall, wo sie sonst jetzt rumsitzen, die Menschen. Und so haben mir andere erzählt, so fahre ich in Kell beim Landal rum, wo eigentlich die Leute in ihren Häusern sind. Und eben die Gastronomie könnt ihr zusehen, aber nee, die dürfen noch nicht mal in ihr Ferienhäuser übernachten. Und wer Landal kennt, du weißt, dass das für ein Arbeitgeber bei uns ist, Tourismus. Ihr im Saarburg habt ihr auch einen Landal, in Leiben haben wir einen, in Kröf haben wir einen. Das ist ja schon für die Betroffenen Katastrophe. Ja. Auch wenn wir bei 75% Umsatz etc. reden, ich will gar nicht so vertiefen, wo die erstattet kriegen. Aber das ist ja für viele Leute nochmal die Wertschätzung, der hat was mit Trinkgeld zu tun und sonst was. Und jetzt gehe ich noch weiter. Wenn man Saarburg etc. sieht, also die Kinder gehen jetzt, also meine Tochter, die haben in der Schule, im Gymnasium Hermeskeil und mein Sohn, die haben gefühlt das 16. Einbahnstraßensystem in der Schule entwickelt, dass die so viel Abstand wie möglich haben. Verständlich, machen wir. Bin ich auch voll dafür. Aber dieselbe Kinder sitzen dann oder stehen mit 60 Leuten im Bus und fahren von Hermeskeil nach Mandern. 40 Minuten mit dem Bus und wenn da einer außen einsteigt, dann wird nicht gewischt wie in der Gastronomie. Was ich damit sagen will, ich bin jemand, der nicht gegen die Sanktionen da schimpft. Aber ich denke, manche Sachen sollte man doch schon ein bisschen genau überlegen, wo es Sinn macht und nicht Sinn macht. Und wenn man eins tut, dann muss man konsequent sein, damit man was versteht. Und Politik, bin ich der Meinung, muss man verstehen. Man muss nicht immer einer Meinung sein. Man muss es aber verstehen. Und wer versteht, akzeptiert und der respektiert auch andere Meinungen. Ja, aber Sascha, ich muss ehrlich sagen, ich glaube so langsam, dass die Bevölkerung auch resigniert. Also man muss jetzt sagen, jetzt ist ein Datum 10. Januar gesetzt. Ich meine, wenn wir ehrlich mit uns sind, jeder von uns weiß, am 10. Januar wird sich nicht viel geändert haben. So. Ja. Aber ich verklicker den Leuten dazu. Dann muss ich sehen, wir haben doch hier bei uns, ist doch die Struktur, das Territorium ist doch ein ganz anders, wie wenn du in Großstadt nach Berlin oder so gehst. So. Ich will mit denen übrigens nicht tauschen, die Entscheidungen treffen. Aber und dann müssen wir aufhören, glaube ich, mit dem Thema, weil da spaltest du schon, also spalten jetzt, aber das ist schon sehr differenziert von den Meinungen. Ich will da wohl nicht abwürgen. Aber du hast schon recht mit dem, was du sagst. Aber nochmal, die Leute müssen verstehen. Und wenn sie das verstehen, dann akzeptieren sie das und halten sich nicht dran. Und deswegen ist das ganz schwierig. Ich will es nicht entscheiden müssen.
Aber ich ärgere mich auch, Johannes, da zeige ich auch ganz ehrlich, wenn man der Politik im April, Mai zugeguckt hat. Und wir machen ja auch Kommunalpolitik, aber wir machen Kommunalpolitik. Im Übrigen, wir sind sehr oft auch einer Meinung mit den Kolleginnen und Kollegen, die wir auch hier mal grüßen, also Verbandsgemeinderat von der Freie Wähler, von der SPD und ja, die Grünen Grün. da und unsere junge Liste. Man merkt, bei den Grünen bin ich nicht so gefreut. Aber nicht von denen, die da agieren. Also die mag ich auch. Die Partei ist nicht so mein. Da bin ich ehrlich. Aber wo war ich jetzt mit den. Achso, ja, genau. Aber im April, Mai, Johannes, da haben die wieder alle Themen auf der Agenda gehabt, der ganze Sommer. Nur nicht, wie man könne sowas vermeiden, wie man sowas vermeiden könne, wie jetzt wieder ist. Und da hätte ich mir schon gewünscht, dass unsere Landesregierung, sage ich auch ganz ehrlich, ein bisschen mehr gemacht hätte für den digitalen Schulunterricht. Dann hätte man nämlich nicht jetzt die Frage für morgen früh, gehen Sie in die Schule oder gehen Sie nicht in die Schule? Ich habe mit meinen Kindern gesagt, müsst ihr dahin oder müsst ihr nicht dahin? Also seid ihr der Meinung, ihr braucht das noch ganz dringend? Ja, wenn sie ehrlich sind, die wissen selber nicht, Ja, und wie jetzt sie Streufe geh verhalten. mal bei die Kindergärten. Die Kindergärtnerin, ich habe heute Morgen noch zufällig mit einer Kindergärtnerin telefoniert, die wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen. Ja, das ist doch Ne? so. Die wissen nicht, was sie machen sollen. Ich sage immer, ein Tod muss man sterben, auch in der Politik. Man muss konsequent sein, muss was beschließen. Und dann muss man tun, dann muss man begründen und dann respektieren die Leute. Aber jetzt so. Ja. Gut, ich muss jetzt natürlich auch noch mal ein bisschen so die Lanze brechen für insgesamt die Politiker. Also das bezieht sich auch auf die Vereine, das muss man auch sagen. Die Sache ist immer schwerer geworden, weil wir eine Gesellschaft haben, glaube ich, die sich immer mehr dahin entwickelt, jeder guckt nur nach sich selber. Oder viele machen das Ja. so. Ich möchte das nicht verallgemeinern, aber viele haben mittlerweile den Standpunkt, erstmal ich und dann gucken wir mal, was die anderen machen. Und das war auch schon mal, so fühle ich es zumindest in meinem jungen Alter, schon mal anders. So, das sehe ich im Vereinsleben, das sehe ich in der Politik, das sehe ich aber auch bei uns in der Kommunalpolitik. Heute wird sich ja erstmal über alles beschwert. Ja. Also egal, was du machst, jetzt sagt ja niemand, ja, da setzen wir jetzt mal um und da gucken wir, ob es ankommt, sondern wird sich ja direkt beschwert. Das ist ja bei den Maßnahmen, die jetzt am Sonntag getroffen wurden, auch so. Wenn du die ganzen sozialen Medien guckst, Facebook und so, da wird sich ja direkt beschwert über alles. Da sind ja fast 99% der Kommentare sind negativ. Und das finde ich halt, ich muss sagen, man muss, was du eben gesagt hast, man muss nicht immer einer Meinung sein, man kann auch anderer Meinung sein. Nur ich muss ja auch irgendwie mal zeigen, wie kann es besser gehen oder mal Vorschläge zumindest machen und nicht nur mich dahinstellen gegen alles motzen. Nee, ist okay. Und das find ich wirklich schwer. Deswegen, also ich möchte nicht in der Haut im Moment stecken von unseren Bundespolitikern Nee, habe ich schon oder gesagt, ich will auch nicht immer tauschen. Aber ich muss auch jetzt jammer ich noch mal ganz kurz, bevor man dann, ich versuche nämlich wie sagt man, eine Schlinge oder irgendwie Ja. zu was Positivem. Heute Morgen haben Unionspolitiker gesagt, habe ich im Radio so entnommen, die wollen einen Einsamkeitsbeauftragten für die Bundesregierung. Heißt, was ist das denn für ein Blödsinn? Wer braucht denn sowas? Dann haben die das noch im SWR kurz begründet. Dann habe ich gesagt zu mir wieder, ich war allein im Auto, Sascha, Gott sei Dank, dass du auf dem Dorf wohnst, dafür haben wir Vereine. Vereine und Feuerwehren. Da brauchst du keinen Einsamkeitsbeauftragten. Ich würde jedem, der sich einsam fühlt, wenn er kann, vorschlagen, sich in einem Verein zu engagieren und wenn es in der Kirche ist, und dann ist man nicht mehr so einsam. In wie vielen Vereinen bist du denn drin? Kannst Oh, erzählen. Nee, oh, kannst du also nicht, schaffst du nicht. ich bin in viele Vereinen drin. Die Frage ist, wie viel ich aktiv bin. Und das sind auch schon 4 Stück. Ja. So. Aber ich muss sagen, ich unterstütze absolut die Vereine. Und gerade jetzt in der Zeit, wo sie es schwer haben, aber da auch noch was Positives. Ich stelle bei uns fest, wie viel Gedanken sich die Verantwortlichen machen. Also richtig tolle Ideen, muss ich Ja. sagen. So. Ich weiß nicht, wie ihr da bei deiner Tochter mit der Garde oder so umgeht. Da gibt es ja viele, jetzt die machen digitales Ja. Gardetraining, so. Oder die nutzen die Zeit anders und sagen, wir müssen uns jetzt ganz anders aufstellen. Wir wollen nochmal neue Internetseite oder neue Ja, Homepage machen, ja. die da ganz viel machen. Dann gibt es andere, die machen jetzt irgendwelche Projekte, die sagen, Hauptsache der Verein hält so ein bisschen zusammen. Und das muss ich sagen, finde ich klasse. Ne? Ja, das, so war gestern so hat geklingelt, ich gehe raus, hat so ein kleines Tütchen da gestanden. Dachte ich, oh, mir hat einer was geschenkt, die erste Fans von Sascha trifft und Ja. die wacht jetzt vor der Tür und locke mich raus. Nee, war nicht so, war die Gardetrainerin von meiner Tochter und die stellvertretende Gardetrainerin mit so einem Tütchen und haben der Nina alles Gute gewünscht. Die sind scheinbar alle gerade Mädchen rundgefahren und haben dir was geschenkt. Und so war ich gestern in Niedermännisch, da habe ich mich mit dem Wehrführer mal getroffen, der hat mir da die Feuerwehr gezeigt und hat mir mal auch
Das werde ich meiner Fraktion demnächst mal diskutieren. Auch mal noch mal ein paar so Sichtweisen von Feuerwehrleuten, die ihr, auch für uns ihr Leben aufs Spiel setzen. Das sind Rettungskräfte, gehören zur Blaulichtfamilie. Ein paar Sachen da gesagt, die bringen wir mal in die Familie, in die Fraktion mit ein. Das war gut und die waren auch so Sachen am Vorbereiten, wo die dann quasi ihre Leute Geschenke machen, wo die andere unterstützen. Der Christoph Leinebach hat irgendwas vom Weihnachtsbaum verkauft für die Jugendfeuerwehr in Saarbusch, ist jetzt, glaube ich, ausgefallen. Ja. Die haben auch alles versucht. Aber so, wie du sagst, so machen die alle. Und in einem Verein, wo man nicht aktiv ist, unterstützt man aber die, die aktiv sind und die auch Jugendarbeit machen. Und das machen bei uns eigentlich fast alle Vereine sehr gut. Also ich habe jetzt noch mal außer der Männer des Angenvereins, aber das liegt in der Natur der Sache. Gut, aber ich habe jetzt noch mal gesehen, wir haben von der Stadt so eine Nikolaus-Aktion gemacht, einfach wo wir den Leuten die Möglichkeit geboten haben, sich anzumelden. Und dann haben die, konnten die eine kleine Präsenttüte für das Kind abholen, haben dann einen Link, wo so digitales Video mit Nikolaus. Das wurde so dankbar angenommen. Ich sag mal, das war nicht viel, was in der Tüte da drin war, aber das war unheimlich gutes Echo, dass die Leute gesagt haben, okay, sie machen wenigstens was, sie machen sich Gedanken. Ich glaube, das sind manchmal nicht die Riesendinger, die man erfinden muss, sondern das sind die kleinen Dinger, genau. Und die gut ankommen. Und dafür sind wir gerne Verein. Ja. Und Johannes, bevor wir dann gleich Richtung Ende kommen, wenn ich die Uhr schaue, nochmal an euch da draußen Werbung in eigener Sache. Macht doch bitte noch so einen Daumen hoch, teilt unsere Aktion, aber nutzt das Kommentieren auch. Also Yogi, durch Johannes hast du den mallorquinischen Wein kennengelernt. Das haben wir gelernt. Aber frag doch mal was. Wir kennen dich alle so gut, dass wir keine Fragen mehr haben. Nee, ihr habt die einzige oder die einmalige Chance, bei Sascha trifft, dem Johannes Fragen zu stellen, in der Hoffnung, dass der das für die ganze Welt ja dann natürlich auch hier beantworten kann, in aller Wahrheit. Also ihr dürft doch ganz schlimme Fragen, also ganz peinliche Fragen stellen. Wie viele Daumen haben wir denn, Sascha? Also im Moment 20. Ja, da würde ich sagen, unter 50 hören wir nicht auf. Ja? Die sollten dann eigentlich die Herzen erzählen wir doppelt. Da müssen wir nur gucken, wer die gesetzt hat. Aber ja, das machen wir gleich. Machen wir Nachgang. 26 Leute gucken im Moment live zu. Eben waren schon mal 40. Ja. Also ich weiß nicht, ob das mit dem unser Thema eben so deprimierend war. Also von daher trinken wir noch ein Schlückchen Wein. Ja, trinken wir noch einen Schluck Wein. Und dann gucken wir mal noch, ob noch jemand hier eine Frage kann oder uns ein Thema gibt, über was wir noch sprechen können. Der Serriger Würzberg, wenn ich dazu sagen darf, ist wirklich ein guter Wein. Also der hat 10,5% und es schmeckt aber von der Süße her, ich bin noch nicht, also wie 9%. Also ich habe gehört, je süßer der ist, desto weniger Prozent hat der. Ist das so? Geil. Ja, Johannes Nickel schwingt uns zu. Jetzt sind lauter Daumen, aber ich... Naja, Johannes, viele Grüße. Der hat natürlich auch im Moment... Herzliche Grüße, Johannes. Ja. Der hat mich gestern Geschäft. Noch gemeldet. Ja. Mein Fuß geht wieder ein bisschen besser, da weiß er Bescheid. Warst du bei seiner Oma? Nee, nicht bei seiner Oma, aber ich wollte eigentlich noch mit Hans Nick nicht treffen, aber Fuß spielt im Moment nicht so mit, deswegen war ich letzte Woche etwas lediert, aber es wird schon wieder. Ich war in Irsch bei seiner Oma, die Elisabeth. Ich habe gesagt, Elisabeth, könnt ihr mir ein Foto gemeinsam machen? Also nicht die Oma, ist eine Mutter. Die Elisabeth ist eine Mama. Da musste Johannes jetzt mal beantworten. Ja. Nick. Johannes, kannst du bitte was dazu sagen als Kommentar? Schreiben. Ist egal. Ich war auf jeden Fall bei Elisabeth. Ja, ich habe das Foto gesehen. Ja. Und da sagt die Elisabeth, ich gehe mir an der Schuhe anziehen. Heißt Elisabeth, wir machen ein Foto nicht von den Füßen, sondern von uns. Und dann war die 5 Minuten Schuhe anziehen. 5 Minuten habe ich gewartet, bis die Elisabeth rauskam, für ein paar Schuhe anzuziehen. Und die sind um ein Foto nicht zu sehen. Aber dann nur so als Inter. Stellt doch eine Frage wenigstens heute, bitte. Irgendeine. Wie lange der Johannes heute gearbeitet hat oder irgendwas, damit das hier auch alles mal Sinn macht mit dem. Sonst mache ich nächstes Mal den Laptop zu und dann gucken wir zum Schluss, wie viele Däumchen da hochgegangen sind. Kommt nichts, Johannes. Kommt nichts. Na gut, die Leute wissen alles über uns. Ist auch gut. Darf ich dich fragen, was du beruflich machst, Johannes? Ja, selbstverständlich. Ich bin beim Bistum Trier beschäftigt, dort Geschäftsführer und zuständig für 32 Dekanate. Also das sind sozusagen Außenstellen der bischöflichen Behörde. Aber auch das ist natürlich, Thema Kirche ist natürlich auch momentan sehr schwierig, ja. Klar. Also nicht nur wegen Corona, sondern insgesamt. Aber nichtsdestotrotz bin ich beim Bistum Trier eigentlich sehr zufrieden.
Das muss 32, also du bist aber nicht dafür zuständig, dass immer genug Messwein alle haben, sondern. Nee, das sind also über, also das sind wirklich Verwaltungskräfte, sag ich mal, da die Büros halt vor Ort. Man, Bistum Trier ist ja sehr groß, fast das ganze Saarland. Weiteste Ort ist Betzdorf, ja, da oben Kirchen, das ist ja schon eine Entfernung. Und die, das sind sozusagen die kleinen Behörden vor Ort, die sich da kümmern. Ja. Gleich kommen zwei Fragen da, die kommen jetzt, aber ich wollte eigentlich fragen, Johannes, hast du da Einfluss, dass die Kirche da Messwein kriegt aus unserer Region? Aber ich glaube, die Bistum hat eigene Weingüter, gell? Ja, es gibt die bischöflichen Weingüter, aber auch die haben ganz, ganz viele Lagen bei uns an der Saar oder also in Wildingen und so, überall hier. Von daher haben die Weine aus der Region, aber produzieren natürlich mit den bischöflichen Weingütern ihren, das heißt, eigenen, ihren eigenen Messwein. Ja, ja. Ja, ist okay. Also bleibt in der ist regional Wein, auch ich meine, die machen den ja nicht selbst, die haben ja auch Leute angestellt. Jetzt kommen Fragen. Johannes, was macht Johannes an Weihnachten? Fragt Otto Wirkus. Ja, Otto, das ist eine gute Frage. Normalerweise hätten wir mit dem Elvenrad morgens vielleicht mal Frühschoppen trinken können, aber das fällt flach. Also Weihnachten ist bei mir dieses Jahr ganz, ganz. Also ich will nicht sagen ganz anders, aber ich werde am Heiligabend bei meinen Eltern gehen, mit meiner Schwester und das war's dann. Ja, es geht dies ja nicht anders und ich werde natürlich auch überall, wo es geht, versuchen, die Kontakte einfach zu meinen, weil ich glaube, das ist im Moment das Einzige, was man machen kann. Der ist okay. Eine Frage an mich. Gibt es trotz Corona auch einen Haustürwahlkampf? Ja, wurde ich auch schon oft gefragt, Sascha. Natürlich gibt es den, aber nicht, wie wir den gewohnt sind. Den nennen wir jetzt mal Haustürwahlkampf, weil man den vor der Wahl eben so nennt, wenn der Kandidat ins Dorf geht. Aber was ich nicht mache, ist irgendwo klingeln. Ich habe mein Kärtchen und das werfe ich dann ein und gehe durchs Dorf und dann triffst du den einen oder anderen, der mit dem Hund unterwegs ist oder der Sport macht oder Gartenarbeit macht. Und wenn man dann Maske auf hat und richtig Abstand hat, dann ist das auch in Ordnung und ist das auch unter Corona-Auflagen erlaubt. Das ist mein Haustierwahlkampf. Dann gehe ich durchs Dorf. Wenn es gut läuft, habe ich jemanden aus dem Dorf dabei. Ich sage mal jetzt der Ortsbürgermeister, wenn er bei uns von der CDU ist oder irgendjemand, der sich im Dorf gut auskennt, der bereit ist, mit mir tagsüber vormittags da durchzugehen und, oder auch nachmittags. Und dann zeigt er mir die Sehenswürdigkeiten im Ort, die schönen Dinge, die guten Dinge, die fotografieren wir. Und dann ist mein Haustierwahlkampf quasi abends bei Facebook. Der ist abends bei Facebook, so wie diese Geschichte hier daran entstanden ist, dass man nicht abends ins Gasthaus gehen kann und da seine Gespräche machen kann, so ein Dämmershoppen oder so, sondern ich gesagt habe, wenn ich in den Gasthaus kommen kann, müssen wir die Leute aus dem Gasthaus zu mir holen, da ist Facebook eine Geschichte. Und deswegen läuft mein Haustierwahlkampf über Facebook, über Instagram, wobei da bin ich noch nicht so gut. Kann ich noch nicht, aber Bilder reinsetzen kann ich, aber ob das gut ist, weiß ich nicht. Und dann machen wir alles nochmal YouTube und vielleicht hier nochmal Werbung in eigener Sache ab Samstag. Nachdem ich freitags ja mit dem Lars bin, habe ich noch ein drittes Format ab Samstag. Da backe ich mir Markus Franzen, Ortsbürgermeister, Brot. Oh, das wird aber interessant. Ja, echtes Sauerteigbrot mit Mehl von der Sommerauer Mühl. Also alle Zutaten regional. Hat er mir versprochen. Mehl aus der Sommerauer Mühl, vom Saargauhof die Milch. Der Brotaufstrich bringt mit vom Altfuchshof aus Karen. Dann habe ich gesagt, von Metzger Maaßen Trillett. Was brauchen wir noch? Mehl, Wasser ist klar. Ich bin Verbandsgemeinde Wasserwerke. Wenn ihr mal Sponsor wollt, behaltet. Also kriegst Wasser, der trinkt immer noch lieber das Keltenquelle. Nicht, weil das Wasser aus der VG Saarburg Kelt nicht gut ist, sondern das sprudelt nicht. Jetzt will ich durcheinander kommen. Also alle Zutaten regional. Lasst euch überraschen am Samstag. Backe mal hier Brot, Sauerteigbrot. Wir machen das professionell. Der Markus macht den ersten Teig schon mal fertig. Wir tun den Teig hier nochmal zubereiten. Der muss dann gehen. Das heißt, wir holen dann den fertigen aus dem Kühlschrank wie im Fernsehen. Und dann backen wir den. Einen im Webergrill und einen im Backofen. Bei mir im Carport hinterm Haus mit so einem Heizpilz. Auch da sollen alle Klimaschützer müssen jetzt mal kurz weghören. Aber ich glaube, Heizpilze sind dies ja erlaubt. Ja. Ich habe mir zumindest einen der letzten noch gesichert, die es gab. Gas habe ich auch genug vom Max Gas, regionale Gashändler in Losheim und Konz und Westfahr aus Trier. Ich habe alle Anbieter, die es hier rum gibt. Da kann ich keine beschweren. An Gas soll es hier nicht hängen zum Grillen und zum Heizpilzen heizen. So, Weihnachten. Ja, aber ich noch einen Satz zum Wahlkampf. Man muss natürlich auch sehen, dass der Wahlkampf ja eigentlich ein ganz anderer diesmal ist. Ne?
Ich weiß auch nicht, vielleicht ist das auch ganz gut. Jedenfalls natürlich als Kandidat, jetzt sage ich mal, wie du, Sascha Kohlmann, ist es natürlich schwerer, absolut. Ich meine, die ganzen Festivitäten, wo man den Leuten begegnet, fehlen. Und ich meine, das merkst du ja auch hier. Ich finde das Format sehr gut, das ist prima, aber das ist natürlich was ganz anderes, wie wenn du mit Leuten direkt interagierst, die absolut vor dir hast. Das ist viel einfacher, muss man einfach so sagen. Ja. Deswegen bin ich froh, wenn die Zeit bald vorbei ist. Aber der Wahlkampf ist natürlich, glaube ich, ein ganz anderer. Und deswegen finde ich deine Entscheidung gut zu sagen, wer mich ansprechen will, kann mich ansprechen, aber ich will mich jetzt nicht einem aufzwingen und dann an die Türen zu gehen. Ich meine, es gibt ja auch wirklich Leute, die sagen, wir wollen im Moment mit keinem zu tun haben, was ja auch in Ordnung ist. Johannes, du hast so am Ende unserer Sendung noch, weil jetzt kommen Fragen und Statements, die sind dann schon nicht schlecht. Also jemand schreibt, also ich soll mal in die Innenstadt kommen, im Lockdown oder während des Lockdowns und da meine Sendung machen. Ja, wäre mal eine gute Idee, machen wir. Und dann schreiben die, Johannes, also ist schon interessant. Johannes kann auch sehr gut backen, auf hoher See eine Ausbildung erhalten. Also du kannst backen. Ja, muss ich sagen. Aber was habt ihr denn noch gebacken auf hoher See? Ja, da dürfen jetzt auch die Klimaschützer nicht zuhören. Ich vermute mal, dass mein Freund Juri, der schreibt, mit dem habe ich einen Backkurs gemacht auf der Mein Schiff 1, glaube ich. Ja, ja. Und zwar, du bist ja auch Schiffsfreund, du kennst dich ja da aus. Wir haben Artisanbrotbacke gemacht. Also das war sehr, sehr lehrreich, muss ich sagen. Dann würde ich dir jetzt mal so, weil dann Johannes Nicklich schreibt, Brot mit Bierteig. Ich glaube, das geht nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt, das halten wir jetzt mal fest. Wenn du da bereit bist, da mitzumachen. Also jetzt am Samstag backe ich ja mit Johannes Franzen. Mit Markus Franzen. Ja. Johannes ist sein Neffe. Ja. Der hat hier so ein Lohnfuhrunternehmen. Also wenn auch Johannes gegrüßt. Johannes Franzen, also Markus Franzen, mit dem backe ich Sauerteigbrot. Ich würde anbieten, mit dir auf jeden Fall noch vor 14. März, vor der Landtagswahl, noch zu backen. Und zwar Artisanbrot. Und wenn da einer ein Rezept kennt, wo Artisanbrot mit ein bisschen Bier drin ist, ich meine, das muss ja nicht nur Bier schmecken, sondern das ist ja sehr wahrscheinlich wie bei Bierteig, alles nur den Namen. Also dann würde mir in Saarburg, in der Innenstadt, würde mir uns irgendwie so Kugelgrill besorgen. Und da müssen wir jetzt mal mit Jürgen Dixe oder mit Christoph Leinebach sprechen von der Feuerwehr, ob das Brandschutz. Da würde mir in der Innenstadt ein Brot backen, mir zwei. Und das würde man uns dann filmen lassen. Sollen wir das machen? Das machen wir. Und zwar, ich habe auch schon eine Idee, wer den Grill zur Verfügung stellen könnte, mitten in der Stadt. Also ich glaube, das kriegen wir gefahrlos hin. Ja, dann machen wir. Ja, ja, genau. Das würde ich jetzt, halten wir fest. Und alle, die da draußen zugucken, vor dem 14. März hat der Johannes sich bereit erklärt, bei Sascha backt an einem Samstag in der Innenstadt in Saarburg mit mir ein Artisanbrot zu backen, bei dem auch ein Schuss Bier drin ist. Also ja, wie auch immer, Elberrad, Jogi, kommt verkosten. Jogi, falls du noch da bist, such mal bitte nochmal das Rezept raus. Ja, genau. Ja, Elberrad kommt verkosten, schreibt Otto Wirkus. Ja, prima. Ja, ja, ich denke, wir können gleich ein bisschen, können wir noch, oder? Ja, so schön. Du bist aber auch hier hochgekommen. Ja. Hast du Winterreifen drauf? Ich habe Winterreifen drauf, aber ich habe gemerkt, dass unheimlich viele Straßen gesperrt sind. Und in Trier, der Verkehr war heute. Trier-Verkehr war heute sehr viel. Also man merkt schon, dass viele Leute das heute nochmal genutzt haben. Habe ich auf Facebook gesehen. Die ganze Stadt war zu, wirklich. Ja. Für die Einzelhändler Gott sei Dank. Andersrum für das Infektionsgeschehen, wenn die Einzelhändler ja schuld sein sollten, dann muss man ehrlicherweise sagen, dann war das nicht gut. Aber so war bei der Gastronomie auch. Alle sind nochmal essen gegangen, allerhand bei Facebook gepostet. Naja, weil ich dann. Ist okay. Aber mit Trier Baustellen vielleicht eine Info an euch. Ich habe mit dem Landesbetrieb Mobilität gesprochen, die L143. Das ist die von Kell über Schillingen, Heddert, Hinzebosch, Pluviahammer, Pluvisch. Ja. Also unsere Hauptverkehrsader nach Trier, wo man dann auch abbiegen kann Richtung Lampaden. Gibt dann die K43 Burgreit, wo man auf die Pellinger wieder kommt. Hinzeburg ist gesperrt, ne? Genau. Kann das sein? Also die beiden Straßen wurden jetzt saniert. Und LBM hat mir gesagt, die werden wirklich diese Woche fertig mit der letzten Deckschicht. Es hat auch die Woche jetzt zwar geregnet, aber nicht mehr geschneit, sodass die meines Wissens fertig teeren konnten. Die Bankette sind sie schon am Machen gewesen. Ich bin noch vor 2 Wochen, als ich in Lampade samstags morgens war, die Strecke abgefahren, habe mit den Leuten da gesprochen. Ich sage das deswegen, weil das für unsere Hochwald schon eine richtig wichtige Straße ist. Und wenn du immer über Zerf dahin rüberfahren musst oder über Kell-Holzerath nach Trier, dann ist das... Da bin ich jetzt mal mit der Kreta im Einklang für Klima nicht unbedingt notwendig. Dass man mit dem Auto nach Trier kommen muss, das ist schon notwendig. Aber dass man so lange Umweg fahren muss, das ist nicht gut. Und in Holzerath da oben liegt jetzt noch Schnee auf dem Berg. Den sind noch mal 100 Meter höher wie mir. Da liegt jetzt noch Schnee und das ist nicht gut.
Und da zahle ich auch deswegen, hier mache ich nochmal Werbung in meiner eigenen Sache, da kannst du jetzt auch mal nochmal was dazu sagen. Trassem ist auch wieder frei, sagt Holger Hertel. Ich habe ja diese Woche eine Petition gestartet, kostenlose Schülertickets für die Oberstufe und für Auszubildende. Wie bin ich auf die Idee gekommen, das nochmal jetzt als Petition zu machen? Nicht, weil jetzt Wahlkampf ist, aber auch, keine Frage, hat mich das jetzt nochmal bewogen, auch jetzt Butter bei den Fisch zu machen. Das Thema ist mir schon länger wichtig. Ein Parteifreund von uns, der hat zwei Töchter, die gehen in Trier auf Gymnasium, die kommen von Trittenheim. Die zahlen 2.500 Euro im Jahr für das Schülerticket. Im Übrigen dieses Jahr oft mit Gefahr, weil gar keine Schule war. Aber das nur am Rande. Bei Bildschirm haben wir eine neue Jugendauszubildendenvertretung gewählt. Da hatten wir uns mit den Jugendlichen, mit Auszubildenden zusammengesetzt. Und dann sagten die, einer davon aus Bonerath, ja, ich muss ja in der Berufsschule immer mit dem Roller fahren. Heißt, da fährt der Bus nach Trier. Ja, ich bin aber in Saarburg in der Berufsschule. So, und heißt, warum fährst du im Roller? Ja, alles andere ist auch so teuer. Und dann haben die mir mal gesagt, dass das alles, also das Auszubildende, bei Bildstein würden sie den Bus bezahlt kriegen, bei dem fährt ihr jetzt nicht, aber das Auszubildende für ihr Schulticket bezahlen müssen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen mit unserem Parteifreund von Trittenheim und habe gesagt, da muss was dran gemacht werden. Das ist für mich, ist das eine Ungleichbehandlung, wenn jemand schon länger auf die Schule geht oder an Ausbildung macht, damit er gut ausgebildeten Arbeitsplatz nachher auch hat, einen guten Arbeitsplatz hat, dann muss da wenigstens die Busfahrt auch für die umsonst sein. Die muss kostenlos sein. Und das ist für mich Familienpolitik und die Petition habe ich gemacht. Und warum mache ich das jetzt? Weil ich natürlich Leute brauche, die diese Petition unterstützen. Die lebt davon, dass Leute unterstützen. Openpetition.de, da kann man das finden, Schülerverkehr, und da findet man das. Und wenn mich da jemand unterstützt bei dieser Ungleichbehandlung, würde ich mich freuen. Wie siehst du das Thema denn? Ja, Sascha, wenn du gesagt hast, im Prinzip ist da nichts hinzuzufügen. Ich sage mal, wir haben natürlich hier nicht die Infrastruktur wie Großstädten, ja. München, Berlin, Leipzig, was weiß ich, wo das gar kein Thema ist. Aber es muss doch möglich sein, dass wir unsere Kinder und Jugendlichen ordentlich zu ihrem Ausbildungsplatz oder zu ihrer Schule fahren können und wieder abholen. So, ja. Wenn ich jetzt höre, deine Zahl, die du eben genannt hast, was jemand bezahlt von Ost-Trittenheim nach Trier, das ist ja, muss man wirklich sagen, Wahnsinn. Das ist mehr wie ein Monatsgehalt. Ja, das muss man sich ja erstmal leisten können. Ja. So. Und es kann doch nicht sein, dass wir Familien haben bei uns, die sich es nicht leisten können, ihre Kinder irgendwo hinzuschicken, wo die eine Ausbildung machen wollen oder auf die Schule, weil sie nicht genug Geld haben, für die Fahrt dahin zu bezahlen. Und deswegen muss ich sagen, absolute Unterstützung. Das Thema Verkehr, da müssen wir heftigst dran arbeiten. Insgesamt. Ja, und das ist für mich Familienpolitik. Da müssen wir was tun. Und das ist für mich, wo ich sage schon, Bildung hängt vom Geldbeutel ab. Da gibt ja viele Phrasen, die da gesponnen werden, wo ich immer sage, das ist übertrieben, was man da sagt, das ist nicht immer eine Geldbeutel, manchmal ist es auch Wille und Ehrgeiz und Motivation, aber hier ist es doch ganz klar, das belastet der Geldbeutel und da müssen wir dran und alle, die da, und das ist parteiübergreifend, würde ich mir wünschen, dass wir da an einem Strang ziehen, genauso wie ich gesagt habe, nicht wegen Corona, auch wegen der Sicherheit, wo ich schon ewig sage, wir brauchen mehr Sitzplätze im Bus und weniger Stehplätze. In Mandern war letztes Jahr so ein Busunfall, Gott sei Dank nichts passiert. Aber es gibt auch manche Busunfälle, wo was passiert. Ja. Und die fahren bei denen Witterungsverhältnissen. Man hat ja gefühlt, manchmal wird weniger gestreut wie früher. Die Busse 40, 50 Minuten bis Kell, bis Hermeskeil, über Kell auch. Und das ist nicht in Ordnung. Und jetzt hat uns gesagt im Kreis, die Sitzplätze werden noch weniger, weil die Busse alle jetzt barrierefrei sind. Das heißt, die Busse brauchen mehr Fläche für Rollstühle etc. Das heißt, die Busse haben noch mehr Stehplätze. Ja, Leute. Auf der einen Seite einen guten Ansatz. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn Leute ihre Kinder anschnallen müssen und die müssen 12 Jahre alt sind, um vorne zu sitzen, dann muss man auch sagen, im normalen Schulbus, da muss ein Sitzplatz da sein für Schüler und Schüler. Da darf man ausnahmsweise mal jemand stehen, aber das soll die Ausnahme sein, nicht die Regel. Und heute sind die Regel. Ja, guter Ansatz, Sascha. Yogi Ra, genau. Trassen ist auch wieder frei. Holger Hertel, jetzt schreibt keine mehr was, Johannes. Hast du noch irgendwas? Ja, ich habe noch eine Sache,
Darf ich dir jetzt, darf ich dir nicht anziehen wegen Corona, aber Sascha, ich möchte dir trotzdem noch unser Jubiläumsorden überreichen. Ist natürlich nicht von diesem Jahr, ist jetzt schon ein Jahr alt, aber da Ja. steht auch extra nochmal KG drauf. Ich habe doch Und jetzt ja, auch du schon hast einen es jetzt Fehler richtig gemacht. Ja, ich gesagt, glaube nicht. aber du kannst ja den jetzt, sag ich mal, auf den Nachttischschrank legen, da weißt du immer, KG, da verwechselst du das nicht mehr. Den möchte ich dir ergeben. Vielen Dank. Umhängen mussten diesmal selber. Mache ich. Ich habe auch Umhängen kein tue ich ja gern. Gardemädchen dabei, aber küssen würde auch Oh, nicht jetzt gehen. hat Ne? der hoffentlich. Ja. Nee, da machen wir auch immer alles nach, wenn er drum ist. Ich hoffe, ich habe das Mikrofon jetzt nicht zu sehr be Also. beschädigt mit dem Ding. Vielen Dank dafür. Ich ziehe nochmal aus, weil das klimpert so. Ja. KG Hauruck Saarburg. Nee, hier. Buresche. Jetzt Ja. erklären wir mal Buresche. Warum steht da nicht Saarburg? Da steht Buresche kann ich nichts anfangen. Buresche, das ist, also das ist die Buresche, das ist ein Ausdruck von ganz früher, der steht für Beurig, weil der Verein wurde in Beurig gegründet und dieses Logo, das haben wir so erhalten, das haben wir nochmal ein bisschen edler gemacht, ein bisschen mehr designt, aber Schön. deswegen steht das Wort Buresche immer und das ist unser Buresche-Logo. So, da gibt es hier vollkommen recht. Haltet mal einmal in die Kamera, bitte. Ja, natürlich. So, dann. Ich bin noch nicht so der Experte, was diese ganzen Mediendinger da betrifft. Obwohl, ich glaube, die zum ersten Mal zugeguckt haben, die merken, dass wir schon besser werden. Das liegt natürlich auch an den Gästen. Die Gäste werden immer, immer, ja, besser bin ich jetzt, da wäre ja unfair gegen den anderen. Das, nee, da will ich jetzt, aber die Gäste bleiben gut. Nächste Woche hätte ich gerne Fußballtrainer hier sitzen, Oh, der ja. mir mal erzählt, wie man Jugendliche und Fußballer motiviert. Ja, das ist auch so eine Geschichte. Hätte ich gern, der Fußballtrainer, den ich gern eingeladen würde, der hat mir noch nicht zugesagt. Das ist nämlich mein Cousin. Ich sage nur nicht, wer das ist. Der muss mir einfach noch zusagen. Ich hoffe, das kommt morgen früh. Ansonsten an euch draußen, alle Fußballtrainer, die gerne mal hier sitzen wollen, sich melden. Ja, Johannes. Aber jetzt sag noch einen Satz, muss ich jetzt noch sagen hier. Also ich gucke ja hier vor mich, ich bin ja so 2 Minuten vorher erst hier reingekommen. Ganz großes Lob hier an Technik und ich glaube, da kann man auch sagen, wer das ist, das darfst du aber sagen. Also 2 junge Menschen und ein etwas älterer Mensch sitzt hier und die haben das hier ganz toll gemacht, muss ich sagen. Das stimmt. Das sind die Kollegen aus Serrisch. Das ist ich sag mal, die Firma saarmoselnews.de, die auch ja, ein Gewerbe haben, in dem sie, ich sag mal, ja, solche Formate wie meins filmen. Und ja, die machen das gewerblich, die machen das gut. Und denen danke ich natürlich recht sehr, weil die haben mit mir zu tun. Die sind sehr flexibel, die treffen hier auf jemanden, der oftmals ganz, ganz dumme Fragen stellt, der manchmal denkt, Sache besser zu wissen, obwohl er keine Ahnung hat. Bei meiner Frau, die ist das gewohnt, die noch nicht, aber die haben sich langsam dran gewöhnt. Ja, ich sage mal vielen Dank an die Kollegen von saarmoselnews.de. Schön, dass ihr uns hier unterstützt. Die sitzen natürlich, da muss man auch immer sagen, weil da kommen gleich die ersten Dinge, gell, Corona und so. Ja, die machen das gewerblich. Und ja, die haben Masken an. Und ja, wir ziehen auch gleich Masken an. Da vorne an der Ecke steht auch Desinfektionszeug. Und das ist alles hier geregelt. Wir sind weit genug. Der Einzige, an der gehört zum Hausstand, war ein Hund. Und meine Frau, die den Regelass hat, der hat ein bisschen für Chaos gesorgt. Dafür nochmal Entschuldigung. Johannes, dir vielen Dank, dass du da warst. Gerne, Sascha. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich freue mich auf unser Brotbacken in der Innenstadt von Saarburg. Das organisieren wir jetzt. Der Liv Favre hätte bestimmt Zeit. Wer ist das? Liv Favre, ist das ein Trainer? Holger Hertel, Liv Favre. Das weiß ich nicht. Ich Kann ich kenne nicht den nicht. beantworten, die Frage. Aber vielleicht jetzt nur eins, so ein Insider-Ding. Normal machen wir um 19 Uhr spätestens Schluss. Ich bin ja Mitglied. Nee, pass auf, andersrum. Ich muss anders anfangen. Ich bin ja. Was für Fußballfan bist du? Mach du dich erstmal unbeliebt bei der Hälfte von denen, die zugucken. Ja, bei mir brauche ich mich nicht sehr unbeliebt zu machen. Der Fußballverein, wo ich Fan bin, kennt fast keiner mehr. Das ist der erste FC Kaiserslautern. Sehr gut. Johannes? Da kannst du nichts falsch machen, da ist da keiner böse. Da ist da keiner mehr böse, wenn du Kaiserslautern sagst, denn da hat jeder Mitleid. Ich bin auch FCK-Fan, muss ich dazu sagen. Ich bin ja geboren in Pirmasens. Und als Pirmasenser ist man ja automatisch ist man Kaiserslautern-Fan oder Lautre-Fan. Und da muss ich auch am Wochenende wohin. Und ich war früher als da, weil mein Papa war ja Journalist, Sportjournalist. Und deswegen war ich FCK-Fan. Mittlerweile bin ich, wenn ich mal, weil ich will ja auch mal gewinnen mit meiner Mannschaft, TuS Schillingen-Fan. Die sind ja nicht schlecht unterwegs.
wir sind ja in der Kreisliga und da ist man schon ein bisschen stolz drauf als Schillinger. Wir haben auch andere gute Vereine im Wahlkreis, gell? Also bitte nicht böse sein, aber als Schillinger ist ja klar, bin noch da im Vorstand. Übrigens, der Favre ist BVB-Trainer, der eine schreibt Ex. Okay, ach so. Gucken wir uns gleich mal an. Ja, die haben wir gekündigt, richtig. Ich bin aber Mitglied, und das sage ich auch ganz ehrlich, im Bayern-Fanclub Hochwald. Warum bin ich im Bayern-Fanclub Hochwald? Natürlich, weil der so groß ist mit seinen 36 Mitgliedern, dass ich mein Wahlkreis allein deswegen schon gewinne. Nee, eben nicht. Weil ein guter Freund von mir Vorsitzender, Präsident von dem Bayern-Fanclub ist. Und das sage ich an alle. Und weil ich natürlich auch in dem Fall Kaufregional auch ein Schnäppchen gemacht habe. Die fahren zweimal im Jahr nach München, zumindest vor Corona. Und da fahren die immer freitags hin und sonntags zurück. Dann kostet so ein Fahrt in der Regel, ich sag mal, 250 Euro für Mitglieder und 300 Euro für Nichtmitglieder. Und da ich ja einmal im Jahr mindestens mitfahre, weil das ist wirklich eine coole Truppe, die sind ja überall verbreitet, spare ich 50 Euro und den Mitgliedsbeitrag kostet nur 35. Verstehst du? Und deswegen bin ich Mitglied im Bayern Fanclub Hochwald, und weil wirklich die Leute, die sehen mir nach als FCK-Fan, die sind schon cool, gell? Also wenn ich die Hedda da oder hier die aus Weiler und hier aus Schillingen, sind coole Leute, dann macht das Spaß, dann darf man im Bayern Fanclub Hochwald sein. Und ich glaube, ich habe auch jedem BVB-Fan jetzt Freude gemacht, dass ich die ein bisschen schädige, zumindest monetärermaßen, wobei ich habe jetzt dieses Jahr schon einen Beitrag bezahlt und konnte dann mitfahren. Ja, aber das wird sich, glaube ich, nichts mehr. Vielleicht bleiben wir da rum und nächstes Jahr im Hotel einen Stern mehr. Egal. So, aber jetzt lass mich noch einen Satz sagen. Gern. Ich muss sagen, also die Vereine hier in der Region, die Fußballvereine, das macht wirklich Spaß, die zu gucken. Also ich bin natürlich, ich habe jetzt eben FCK gesagt, aber sagen wir natürlich Saarburg, TuS Fortuna Saarburg, Marco Hausen hat sich eben, riesiger Verein, spielt jetzt auch nochmal besser. Wenn du dann siehst, Irschoden, Opfen, die wirklich auch hochklassig spielt, oder andere Vereine hier von euch. SG Hochwald, ja. Ja, SG Hochwald, klar. Das sind Vereine, also das macht ja schon richtig Spaß, muss man sagen. Und das macht auch Spaß, die zuzugucken. Ich muss sagen, ich gucke manchmal lieber hier irgend so Fußballspiel am Fußballplatz wie den FCK im Fernsehen, so schlimm das doch ist. Ist manchmal schlimm, das wird nicht wahr. Das war, aber will ich jetzt noch eine Mannschaft erwähnen, neben der SG Hochwald. Wir haben ja eine neue Mannschaft hier im Hochwald, die SG Niederkell. Das hat ja einiges, ich weiß nicht, ob du das bis nach Saarburg mitbekommen hast. Die Jens Anell hat mir das mal so ein bisschen erzählt. Ah, ja, Jens, ja. Genau. Der Jens ist Schalke-Fan, der ist natürlich im Moment, der macht alles dadurch, hat ein Kollege von mir, der Jupp Schmidt, der ist HSV-Fan, die letzten zwei Saisons vorher durchgemacht hat, da musste Jens jetzt durch. Aber wir haben die SG Niederkell, das ist eine Spielgemeinschaft von der ersten Mannschaft von Kell am See, von Mannern und Waldweiler. Und da spotte man jetzt so ein bisschen drüber, aber die wissen ja auch, dass das alles nur ein bisschen Spott und Gefrotzel ist. Die kommen auch unserer Mannschaft und gucken umgekehrt. Weil die Jungen, das wo früher die Feindschaften so wie bei euch, Sabosche, Beurich, wie man so immer so ein bisschen sich gestichelt hat, was früher auch ein bisschen teilweise ernster dabei war. Das ist heute nur noch Frotzlerei. Und die Jungs die und Mädels, die Jungen, die hier sind, die verstehen sich all gut. Da wo der Keller mittlerweile in der Schillinge freie kommen und umgekehrt. Und das klappt alles gut. Johannes, nochmal, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Vielen Dank. Euch da draußen, euch Daumen hoch, dass ihr da wart. Vier Daumen von zwei Leuten aus zwei Haushalten während Corona. Ich freue mich auf nächste Freitag, wenn er wieder zuschaltet. Bei Sascha trifft, ... Normal sage ich immer, wer kommt, das machen wir morgen online. Johannes, euch schönen Abend. Dankeschön. Danke. Danke fürs Einschalten. Ciao.